Antonia Hemmer, 22, meldet sich erstmals nach der Trennung zu Wort und ist sichtlich emotional. 2 Jahre lang galten sie und Patrick Roma, 26, als das absolute Bauersucht-Frau-Traumpaar. Bei das Sommerhaus der Stars gerieten sie jedoch mehrfach aneinander und vor allem der Baden-Württemberger teilte immer wieder gegen die Blondine aus. Jetzt verkündeten sie tatsächlich das Liebesaus. Unter Tränen gab Antonia nun ein Statement zu diesem Schritt ab. In einem TikTok-Video äußerte sich die 22-Jährige zum Ende ihrer Beziehung. Es sind einfach extrem viele Sachen vorgefallen. Damit meine ich jetzt nicht nur das Sommerhaus, sondern auch private, interne Gründe, die es fast unmöglich gemacht haben, weiter eine Beziehung zu führen, erklärte Antonia sichtlich mitgenommen. Nach wochenlangem Auf und Ab sei es nun das Beste, getrennte Wege zu gehen. Ich bin gerade, ich glaube, man kann es unschwer erkennen, fix und fertig, weinte die einstige Kuppelshow-Teilnehmerin. Eigentlich sei sie auch noch nicht bereit gewesen, die Trennung direkt öffentlich zu machen. Über Patrick will sie aber offenbar kein schlechtes Wort verlieren, sondern ist ihm dankbar für die Zeit. Wir hatten eine wundervolle Beziehung. Es war nicht alles so, wie es im Sommerhaus ausgesehen hat, betonte Antonia. Durch ihn sei sie enorm gewachsen. Jetzt könnten sie die beiden allerdings nicht gemeinsam weiterentwickeln.